Herzlich willkommen zum launigen Partystart ins Wochenende hier im auf kommerziell erfolgreichsten Sender der Welt. Meine Damen und Herren, liebe Ärzte, die Ärzte haben recht, sie werden sich, Sie wissen, ich bin einer der größten Fans der Ärzte, wahrscheinlich. Täglich mehrere Arztbesuche. Jetzt muss ich erfahren, unsere Regierung will mal wieder den Ärzten alles kürzen. Und die Ärzte wehren sich. Zu Recht. Widerstand. Viele Ärzte müssen so sparen. Der berühmte Satz, und wo fehlt's, den stellen in Zukunft die Patienten. Ja? Es ist wirklich, sie lachen. Aber viele Arztfamilien sind so verelendet, die Töchter müssen auch nach dem Abitur zu Fuß gehen. Als Patient im Krankenhaus werden Sie in Zukunft nicht mehr wissen, war das jetzt schon die Visite oder die Putzkolonne? Und macht es denn einen Unterschied? Nein. Ottmar Profi Hitzfeld sagt, es geht aufwärts, die Energie stimmt wieder in der Mannschaft. Es hat eine Schlägerei gegeben, Sie haben es vielleicht gelesen, auf dem Trainingsgelände des FC Bayern. Und zwar Vicente Lizarazu hat, ich glaube, Robert Kovac eine gesammelt. Nico Kovac eine gesammelt. 10.000 Euro Strafe. Und wenn das so weitergeht, er 10.000, Kahn 50.000, kann sich der FC Bayern in Zukunft von den Strafgeldern finanzieren. Nicht immer diese Ärger mit den Sponsoren, oder? Man muss sich das vorstellen. Vicente Lizarazu ist Franzose, aber ist genauer gesagt Baske. Und er hat dem Kroaten Nico Kovac eine gescheuert. Und das ohne UNO-Mandat. Jetzt folgt ein Mega-Karlauer für Sie zu Hause, falls Sie ab nächster Woche im Comedy-Bereich arbeiten wollen. Der heißt, tja, man hat es ja immer gewusst, die Bayern können sich die Champions League aus dem Kopf schlagen. Helmut Schalet und Ben. Heute Abend schon wieder ein Top-Gast, ein großartiger Komödiant, der sehr erfolgreich eine eigene Show hat auf Sat 1. Heute Abend bei uns Markus Maria Profittlich. Der Wahnsinn. Falls Sie zu Hause auch fit ins Fest wollen, Sie wissen, Markus Maria Profittlich. Danke, Sven. Markus Maria Profittlich wirkte in den vergangenen Jahren vereinzelt ein bisschen pummelig. Ja? Und er hat einen nahezu unglaublichen Kampf gegen seine Funde angefangen und auch schon zum großen Teil gewonnen. Lassen Sie sich überraschen. Unglaublich, was heutzutage mit Disziplin alles möglich ist. Hammer. Der absolute Hammer. Mensch, Markus, welches Bier trinkst du heute? Ich trinke heute, es fröstelt ein Jahr ein bisschen und dann zieht man sich gern was Warmes an. Und deswegen trinke ich ein Jäcklein Jubiläumsbier. Ja, toll, ein Jäcklein. Ein Jäcklein. Ein Jäcklein, weil ein Jäcklein. Es fröstelt. Ja, man hat ja heutzutage immer ein kleines Jäckchen. Also ich habe eben so eine weiße Strickjacke hinten im Auto liegen, falls es auffrischt. Falls es auffrischt. Auch das, vergessen Sie bitte nicht, Ihren Wagen winterfest zu machen. Ja, auch da sind Sie bei uns genau richtig, meine Damen und Herren. Heute zeigen wir Ihnen, so machen Sie Ihr Auto perfekt sicher für den Winter. Das wäre überhaupt mal eine Sendung für mich, eine Motorsendung. Früher gab es das doch immer im ZDF mit Rainer Günzler. Kennst du noch Rainer Günzler? Ach, Helmut ist schon draußen. Ja. Aber du kennst Rainer Günzler natürlich auch. Ja, der ging doch immer mit diesem weißen Fellmantel in der Kühlanlage rum, wo das Auto dem Kühltest untergezogen wurde. Vor vielen Jahren im ZDF, ja. Helmut ist schon draußen, denn es ist Helmuts Wagen, der gleich winterfest gemacht wird. Helmuts Porsche 911. Ja. Und falls Sie sich zu Hause fragen, Moment mal, darf hier ohne weiteres ein Porsche genannt werden? Es ist keine Schleichwerbung, denn, okay, natürlich sagen wir, bitte gehen Sie und kaufen Sie morgen einen Porsche. Oder gleich zwei, ja. Aber kaufen Sie auch einen Opel, kaufen Sie einen VW.
kaufen sich vielleicht 5 Phaeton, kaufen sich den neuen Audi A8, kaufen sich einen Ferrari, haben wir eine anständige Firma vergessen? Ein Maybach natürlich. Ein Maybach, warum nicht mal ein Maybach? Oder Mutti Ferzi liegen hinten drin. Und es muss ein Traum sein, dieser Maybach. Dieser Maybach muss ein Traum sein. Absolut. Also nochmal, Porsche, Maybach, Phaeton, der neue A8, BMW 7. Ein 7er BMW, nicht zu vergessen. Und natürlich auch ein Opel. Und Jaguar. Ich nenne nur deutsche Produkte. Okay, awesome. Nur deutsche Produkte. Und Porsche ist sogar... Heute Porsche fahren heißt etwas für diesen Staat tun, ja. Muss ich sagen. Denn Porsche, eine anständige deutsche Firma, zahlt Rekorddividende, macht Rekordgewinne, hat die Firma stabilisiert. Ich rede schon wie der Werbechef von Porsche. Ja, ja? Absolut. Ja, ich verstehe nicht, dass es immer noch heißt, Porsche, das ist doch was für Männer mit einem kurzen Schwanz. Das sind diese dummen Vorurteile, die wir heute Abend entkräften. Absolut. Oder? Ja. Absolut. Ich möchte an dieser Stelle auch einmal sagen, vielen Dank, meine Damen und Herren, die Sie uns Abend für Abend anschauen. Und es ist unglaublich, aber ich greife nicht zu hoch, wenn ich sage, unser Publikum ist allwissend. Ja. Wann immer ein Problem auftritt, wann immer eine Unklarheit besteht, ja, unser Publikum meldet sich über Mail, über Homepage, über Fax und sagt, Moment, war falsch, so und so ist es. Neulich habe ich doch gesagt, ob Herr Andra kennt, Mutter, ich will gern Ringelspiel fahren. Heinerle, Heinerle, hab kein Geld. Ich dachte, es sei der Bauer als Millionär. Ja. Oder so, Ferdinand Raimund. Jetzt ein Fax von unserem Zuschauer Dr. Hans Blinn in Landau, in der Pfalz. Ist lange her, liebe Landau, oder? Ich glaube, die Stadt hat mir verziehen. Ja, wieso? War die nicht dankbar wegen der Werbung? Nein, man, vereinzelt war man beleidigt. Ja. Aber im Großen und Ganzen hat man mir verziehen. Und ich bin neulich mal vorbeigefahren. Ja. Es liegt traumhaft in der Südpfalz. Echt, war noch wieder. Ein Traum, die Südpfalz, genauso wie der Odenwald. Wir sprachen gestern davon, Sie erinnern sich, oder? Gestern war die Sendung ein bisschen zu kurz. Gestern war die Sendung 3 Minuten zu kurz. Sat 1 hat sich ein bisschen beschwert. Ich sage, na gut, machen wir heute ein bisschen länger. Wie lange muss die Sendung jeden Abend eigentlich präzisieren? Ich habe den Überblick verloren. So 46 Minuten. 46 Minuten, ja. Netto heißt es. Es kommen noch 2 Stunden Werbung. Ja, genau. Ja. Und 46 Minuten. So, Dr. Hans Blinn schreibt uns, lieber Harald Schmidt, die gestern, also neulich getroffene Aussage, Heinele, Heinele, hab kein Geld, bitte überprüfen. Der Text ist nicht von Ferdinand Raimund, wohl mit Bauer als Millionär verwechselt, genau, sondern stammt von der Operette Leo Fall, der fidele Bauer. Text von Victor Leon, Uraufführung 27. Juli 1907 in Mannheim. Das Lied wird von der Kuhdirn Rote Lisi im ersten Akt gesungen. So, unser Mitarbeiter Tenhaus, ein Liebhaber gepflegter Musik und großer Unterhaltung in seinem Büro, hat diese Platte gefunden. Courtbois, einer der ganz, ganz großen unseres Metiers, ja, hat in der Uraufführung als Kind das gesungen. Heinle, Heinle, diese Platte können wir auch mal empfehlen. Ja. In den Charts natürlich auch bald. Sind eigentlich zurzeit auch Lebende in den Charts oder nur Tote? Ja, wie ist denn das? Ja. Wie ist das Grönemeyer, eigentlich? Grönemeyer und Nena leben doch noch. Ja, eben, Gott sei Dank. Ja. Sonst die Stones leben auch noch. Also Platten der Grönemeyer 1, Nena 2, Platz 3 Santana, Platz 4 Rolling Stones, 5 Nirvana und 6 Elvis Presley. Ach so, das sind sie doch mehr als man dachte. Aber immerhin, Nirvana und Elvis, ja, genau. Unter den ersten 6. So, ich spiele Ihnen das gerade mal vor, weil viele zu Hause sagen, ach Heinele, Heinele, hab kein Geld, das habe ich immer so gern gehört. Schon lange nicht mehr gehört, hier in meinem super Hightech-Anlage. Und es ist Track. Track Nummer 19. Track Nummer 19. Kommst du gut zurecht? Entschuldige mal bitte. Das ist meine Welt, die Welt der Technik. 15, 16, 17, 18, 19. Courtbois. Diese Leichtigkeit, verstehst du? Einer der ganz, ganz großen unseres Fachs. Oder interessiert dich das nicht?
Ich habe kaum was verstanden, was er gesungen hat. Also kennen Sie den kleinen Wolf aus Olmütz mit den grünen Breeches und der Wollmütz? Ah ja. Olmütz in Mähren. Ja klar. Ja. Jetzt. Weißt du, wie der Käse heißt, den er besingt? Nee. Olmützer Quargeln. Oh. Hm? Hat meine Oma immer gegessen. Stinken derart bestialisch, das gibt es überhaupt nicht. Ach, du kommst ja von daher, ne? Entschuldigung, ich komme nicht von daher. Ich komme nicht von daher. Meine Familie wurde von dort vertrieben. Ach so. Wieso machen Sie doch? Oh, war doch meine Familie. Oder? Das ist ja. Das ist unglaublich, oder? Ich sage, meine Familie wurde vertrieben, dann sagt das Publikum, oh, darf man im deutschen Fernsehen sagen vertrieben? Sie wurden vertrieben. Es hieß mitten in der Nacht, das war's, adios, das ist der Rucksack, da ist der Zug, bye bye. So war das. Ja. Ja, lange her, war unschön, wollen wir hoffen, dass sie wiederkommt. Genau. Aber der Begriff, Sie sind weder Rassist noch Faschist noch irgendwas, wenn Sie sagen, meine Familie wurde vertrieben. Ja. Eine tiefe Verunsicherung bei unserem öffentlich-rechtlichen Publikum mit dem Vokabular. Darf man sagen, vertrieben? Darf man sagen, ich habe das Ungeziefer in meinem Garten ausgerottet? Darf ich überhaupt noch was sagen? Die Welt braucht Frieden. Und übrigens, ja, das sollten wir machen, das sollten wir machen. Ja, ja. Vielen Dank auch an den großartigen Branchendienst Kressreport, den wir jeden Tag verfolgen, um zu sehen, welche Sendungen aus den Top 14 herausgefallen sind. Ja, auch das. Wir können es nicht sein, weil wir waren nie drin. Genau. Ja. Aber Sie erinnern sich, gestern fiel mir der Name einer wirklich fabelhaften RTL-Moderatorin, Kollegin, nicht mehr ein, die sich abhebt aus der Masse der Stereotyp-Moderatorin, weil sie persönliche Note hat, weil sie lebendig ist, weil sie frisch ist. Und ich habe mir das hinterher bei mir in meinen Kontroll-Tower nochmal angeguckt, die Show, und hatte das Gefühl, es könnte zu negativ rüberkommen, was ich gestern über Sie gesagt habe. Ja, also ich war ein bisschen zu selbstkritisch. Nein, tolle Frau, und Kress weist uns heute darauf hin. Wie heißt sie? Ja, hier steht, ach ja. Und hier noch ein exklusiver Hinweis für unseren Leser Harald S. aus K. Der Name, auf den Sie am Donnerstag nicht kamen, ist Petra Schwers. Ja. Petra Schwers, eine Top-Moderatorin bei RTL. Glückwunsch. Und es steht auch drin, dass die Sendung Galileo immer erfolgreicher wird. Das finde ich eine absolute Sensation. Die beste Quote gestern. Die beste Quote seit Bestehen, seit über 1000 Sendungen. Unser Kollege Ayman Abdallah. Rekordquoten jeden Tag. Hammer. Und das ist dermaßen gut. Ich habe es neulich gesehen. Ich habe es neulich gesehen morgens in der Wiederholung. Als ich nach dem ARD-Morgenmagazin zurück von der Toilette kam. Das ist auch ein sicheres Zeichen für Karriereknick, wenn du im ARD-Morgenmagazin auftrittst. Auftritt oder Moderator bist? Beides. War das zu hart? Nein. Nein, es ist ungerecht. Es ist ungerecht Gerz Kobel gegenüber. Ja, eben. Zum Beispiel. Toller Moderator. Ja. Aber was sich im Sport, sagen wir so, was sich im Sport des ARD und ZDF-Morgenmagazins tummelt, ist stark gewöhnungsbedürftig. Es ist so eine ruhrpöttelnde Fröhlichkeit, ja, die ich morgens um 6:30 nicht sehen will. Ist es zu hart? Schütze mich doch vor mir selbst. Ja, nein, du bist ehrlich. Ich glaube, das kommt an draußen. Ja, ich lasse mich nicht verbiegen. Ich möchte nicht so rumschleimen. Und wenn man mich hier nicht mehr will, dann gehe ich eben zu Real Madrid. Ich frage mich, ob ich als Profi jeden Abend in der Lage bin, meine optimale Leistung abzurufen. Ja, doch. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir unserer Pflicht als Staatsbürger und Mahner nach. Der nächste Winter steht bereits vor der Tür. Und um es mit Gerhard Delling zu sagen, vor der Tür steht auch Helmut Zerle. Und zwar in seinem nagelneuen Porsche, steuerbefreit 911. So machen Sie Ihr Auto winterfest. Helmut, bitte komm auf die Bühne.
Salad. Und man muss jedes Mal sagen, oder man kann stolz sein, ein Deutscher zu sein. Ja? Wenn ich dieses Auto sehe, eine Firma, die funktioniert, ja, und im Grunde, wer so ein Auto kauft, der tut genau das, was sonst das Harz-Projekt und so weiter alles ja künstlich ankurbeln muss. Man sieht, oder? Bitte? Man sichert Arbeitsplätze in Deutschland. Ja. Ja, in den neuen Ländern. Porsche mit dem neuen Werk in Leipzig. Genau. Stimmt, ja. Ja, klar. Großes Werk. Natürlich. Man verbraucht Benzin. man fördert die Ökosteuer. Richtig. Ja, und man kurbelt den Umsatz an. Wie lange hast du den Wagen jetzt, Helmut? Halbes Jahr. Bezahlt schon? Ich habe den ja geleast. Ach so, weil viele sagen sich, wie kann sich ein Bandleader in so einer Show einen Porsche leisten? Er ist geleast. Das heißt, das ist so eine Ratenzahlung? Ja, sowas. Ja. Monatliche Zahlung. Und der Wagen gehört weiterhin der Firma der Porsche, Porsche, einer unserer anständigsten Firmen, die wir in Deutschland haben, neben Volkswagen, neben BMW, neben Audi. Deswegen ist der Wagen, das sage ich vielleicht mal für Sie zu Hause, auch noch zugelassen in Ludwigsburg. Also, manche Leute sagen ja, wieso bist du in Leipzig angemeldet? Leipzig schreibt man mit P und ist auch nur mit Ja, aber man spricht natürlich Leipzig. Ja, und dann HZ911. Damit ich immer weiß, was mein Auto ist. Ja. Genau. Ich habe übrigens gelesen, falls Sie schon gleich wieder machen wollen. In Amerika hat die Firma leicht, ich will nicht sagen, schwer getan, aber es gab Diskussionen wegen diesem 9-11. Ja, ja. September 11, ja, ja. Klar. Ja, stimmt. Aber der Porsche war vorher da. So. Das ist der Tank? Das ist der Tank, der ist vorne. Ja, wie viel braucht der so? Stadtverkehr? Etwa 13 Liter. Das geht? Ja. Das geht. Ist ja auch ein neuer Motor, die sind eigentlich ganz sparsam. Und das heißt, der Wagen gehört aber weiterhin der Firma Porsche? Ja. Und wenn du ihn nach Ablauf des Leasingvertrags übernehmen möchtest? Kann ich den kaufen. Für einen Restkaufwert? Ja, genau. Das ist für Sie zu Hause auch mal wichtig, falls Sie einen Leasingvertrag abschließen. Da wird man leicht über den Tisch gezogen, wie wir im Rheinland sagen. Ja, ja. Oder? Ja, ja, ja. So, jetzt machen... Die Knöllchen, die gehen auch immer direkt erstmal an Porsche und dann zu mir. Weil ach so, das ist so? Ja, ja. Du hast aber deinen Führerschein nicht bei Porsche abgegeben jetzt für diese 4 Wochen, oder wie? Nee, stimmt, ich habe den Führerschein ja abgeben müssen. Und zwar habe ich, das ist schon lange her eigentlich, das war, da habe ich noch den Blauen gefahren. Ja. Da kam ich gerade von Kanzlers Supermarkt zurück in Hannover und dann bin ich so schnell gefahren, weil ich ja noch zur Sendung wollte. Ja. Zack, geblitzt in Remscheid. Ja. Ja, und jetzt habe ich ihn abgegeben und habe eigentlich, hätte ich ihn heute wiederbekommen, ich habe ihn auch wiederbekommen. Ja. Nur, ich dachte, 4 Wochen wäre der weg, aber der ist einen Monat weg. Ja, das sind Juristen. Also Freitag vor 4 Wochen habe ich ihn abgegeben. Ja. Und dann dachte ich, ja, jetzt ist Freitag 4 Wochen vorbei. Aber ja. Nein, das war am 11. oder am 10. Jetzt kriege ich auch am 11. darf ich ihn erst wieder fahren. Aber ich habe bei Frau Peter angerufen vom Amt für öffentliche Ordnung in Remscheid. Ja. Und die sagte mir, das ist absolut okay, wenn ich jetzt hier von der Rampe hier rüberfahre. Das darfst du? Ja, ich meine, das ist, weil es Privatgelände ist. Ja, ja. Nee, draußen dürfte ich nicht, sonst wäre direkt für immer weg, glaube ich. Ja, nee, das wollen wir nicht. Also, falls Sie den Führerschein mal abgegeben haben, wegen geblitzt oder so, auf Privatgelände darf man fahren. Ich darf ihn auch aus der Garage rein und raus. Ja, so ein bisschen. Ich kann das ja verstehen. Jetzt hat man so ein Auto und dann nicht fahren, oder? 4 Wochen? Nee, aber am Montag habe ich ja wieder. Ja, machen wir den Wagen winterfest? Ja, machen wir. Helmut, was machen wir als erstes? Ich würde sagen, das Wichtigste im Winter, Winterreifen. Das sagen wir mal im Auftrag unserer anständigen deutschen Reifenindustrie wie Conti, wie Pirelli, wie Michelin. Winterreifen unbedingt. Unbedingt. Ab, ich glaube, einer Temperatur von 8 Grad lässt die Haftung nach. Klar. Ja? Es geht nicht nur um Schnee, es geht auch um Kälte. Das verändert sich und es wird... Wow! Willst du auch ein paar? Gerne. Auf dem Beifahrersitz. Sind noch welche. Ich lagere die ja immer ein. Das vielleicht können wir mal eine Sekunde ruhig sein. Oh. Nochmal. Nochmal. Das ist ein Sound. Weißt du, dass da extra Leute den Sound designen? Bitte? Da gibt es extra Leute, die den Sound einer zufallenden Tür designen. Der muss einen bestimmten Klang haben, darf nicht zu blechern. Und ist das wahr? Das ist ja auch, wenn man so nachts liegt und dann hört, wenn die kleinen Schlappen von nebenan nach Hause gebracht werden. Ja? Man kann ja am Geräusch erkennen, ob es sich für die kleine Schlampe gelohnt hat.
oder? So. Du gehst genau da rein. Oh. Oh, da können wir das mal zeigen. Gibt's denn Neues von den Brüdern Haffa? Ha! Machst du denn das normalerweise selber, den Reifenwechsel? Der ist ja lose. Nee, mach ich nochmal. Nee, also man lässt es in der Werkstatt. Ich habe das eben in der Probe zum ersten Mal gemacht. Warte mal, kann ich dir helfen? Räum ich die Jacke aus. Ah, doch, jetzt passt. Warte mal, lass mich mal ran. Normalerweise lässt man das in der Werkstatt machen, aber es kann ja auch passieren, dass überraschend Schnee auftritt, gerade wenn man hier durchs Bergische fährt. Hast du schon mal gemacht? Nee. Aber ich habe letztes Jahr böse Rutschen, und das muss ich mal wirklich sagen, es wird immer so viel geschimpft auf Leute, die so ein Auto fahren. Ja? Diese Wagen kommen durch, weil die Fahrer Winterreifen haben. Wer rutscht hier auf der Höhe von Remscheid und so weiter, ja, das ist dieses verhaschte Gesindel in den verrosteten Kleinwagen. Ja? Zugedröhnt, irgendwelche 18-Jährigen, die Slalom fahren, den ganzen Verkehr aufhalten und von links nach rechts auf der Spur rutschen. Nichts als Vorteile, wohin man schaut. Gut, dass wir das hier klären können. Nee, also so. Winterreifen, super wichtig. Du hast jetzt diese Schlossteil, da, damit man die Felgen nicht klauen kann. Aber ist schon drauf. Ist richtig. Ist das die richtige Richtung? Links. Nach unten drücken. Wahnsinn. Wo bist denn du jetzt? Links rum? Links rum. Die Richtung. Aha! Das ist schwer, ne? Wie schaffen denn diese Osteuropäer das so schnell? Ich muss korrigieren. Nicht ganz so. Ich muss korrigieren. Moment. Uno, nochmal, stopp. Ich meine den Teil der osteuropäischen Bevölkerung, der bedauerlicherweise kriminell ist. Ja. So. Nicht ganz aufmachen? Nicht ganz. Warte, die anderen muss jetzt ohne diesen Schloss. Wieso das denn? Das ist ein Felgenschloss sozusagen. Damit es nicht geklaut werden kann? Damit es nicht geklaut wird. Ach so. Nur so ein bisschen lose machen, damit ich den jetzt gleich hochfahren kann. Super. Wie gut, dass ich dich dabei habe. Ja, klar. Sag mir, dass wir nicht zu kurz werden heute. Nein. Ah, da fällt mir ein, ich muss mich noch bei Werner Schulze Erdl entschuldigen. Wofür? Ich habe Blödsinn erzählt. Was, ich habe letzte Woche erzählt, er hätte einen Pro-Shop auf Mallorca in Santa Ponsa. Ja. Stimmt gar nicht. Ich habe den letzte Woche in Hamburg getroffen, da sagte der mir, nee, das stimmt nicht. War er sauer? Ja, er sagt, die Leute kommen jetzt alle zu ihm und wollen jetzt schon Schläger kaufen. So. Ob er billiger an Schläger oder an Bälle drankommt. Aber hiermit ist das ja aus dem Weg geräumt. So, ich glaube, das hast ist es? Ja. Gut, dann fahre ich jetzt mal das Teil hoch. Es muss genau in diese Nut hier rein. Ich weiß nicht, wie macht man das auf der Straße? Ja, so. So, aber da machen es ja die Frauen. Das ist ja schon alles wahnsinnig luxuriös und leicht zu handeln geworden, oder? Verglichen mit nicht. Ja, stimmt, aber ist eigentlich recht easy. So, das reicht schon. Jetzt kann man es einfach so abziehen? Nee, jetzt muss erstmal die Schrauben ganz groß machen. Wie weit los hast du die denn schon? Bitte? Also, das geht ja ganz einfach jetzt. Schneeketten hast du auch? Habe ich auch. Die können wir nachher vielleicht. Nur eine. Nur eine. Aber das reicht ja auch. Hast du die schon mal drauf gemacht? Nö. Aber du hast die immer im Auto? Habt ihr immer im Auto. Sind die bei Porsche serienmäßig mit dabei? Nee. Muss man extra kaufen. Bei vielen reicht es dann natürlich nicht mehr für die Schneeketten. Wenn sie sich mit dem Auto so. Ich kenne auch Leute, die haben aus den Spikes die Nägel rausgezogen, wenn es früher wurde. Um da einigermaßen. Das hier ist eigentlich mein Lieblingsrequisit für den Winter, eine mobile Garage.
Ja, die brauche ich immer, weil meine Garage steht voll mit Gerümpel. Ja. Was ist das für ein Gerümpel in etwa? Ach, wir sind ja erst vor 3 Jahren umgezogen. Da sind also die ein oder anderen Kartons, die im Keller nicht mehr reinpassen. Ist praktisch, ne? Ist toll. Vor allem natürlich sehr handlich. Und man hat es ja auch im Nu wieder eingepackt. So. Ein ganz anderes Profil, ne, siehst du? Zeig mal her. Das sollte man vielleicht für zu Hause auch was. Was sind das denn für Reifen? Pirelli. Ja. Die gute alte deutsche Firma Pirelli. Ja. Also, das ist auch Pirelli. Ist das der Sommerreifen? Das ist der Sommerreifen. Das ist der. Schauen Sie sich das mal an, meine Damen und Herren. Bei Schlossburg Wermelskirchen. Hiermit keine Chance. Hiermit. 180 bei Schneetreiben. Die sind bis 240 zugelassen. Die Winterreifen. Ja, muss man ein bisschen langsamer fahren. Winterreifen bis 240? Ja. Ich krieg immer so einen Aufkleber neben den Ja, Tag, genau, habe ich auch. Schneller fahre. Aber ich darf nur 180. Bei mir nur 240. Ja. Aber mich hat der Verkäufer sowieso gefragt, Sie fahren doch nicht sehr schnell, oder? Also überhaupt? Wieso? Ich war nervös, weiß nicht. So ein Ford Mondeo mit einer englischen Karosse muss doch eigentlich das aushalten, wenn man ein bisschen schneller fährt. Ihr müsst den Euro-Profiltest noch machen. Wie geht der denn? Ach so. Hast du einen Euro, Helmut? Nee. Hast du einen Euro? Kannst du es dir mal leihen? Ja, ja. Wie geht der denn? Da muss man den Euro so ins Profil halten. Ach ja, und das Gold. Und dann, wenn das Gold verschwindet, ist gut, wenn nicht, nicht gut. Ach ja, das ist jetzt ja der Sommerreifen. Das ist ja hier überhaupt kein Thema. Guck mal hier an, so. Ja. Ja. Das ist schlecht, aber gut, das ist ja auch der Wieso ist er schlecht? Das ist doch gut. Ist es drin? Der ist komplett weg. Guck mal an. Okay, alles klar. So, und hier ist ja klar, das ist ja neu. Nee, die sind auch alt. Hast du schon mal drauf gehabt, einen Winter? Das ist schon die dritte Generation, Auto, die ich ja mit. Das dritte Auto mit dem Winterreifen? Ja, ja, ich lagere die ja immer ein. Und ja. Zu Hause oder in der Werkstatt? In der Werkstatt. Dann lass uns mal drauf machen. Ich bin ganz außer Atem, wie furchtbar. Ja, das ist wahr, man merkt, man ist so untrainiert. Geht's? Ja. Ich muss das jetzt genau kriegen. Hier dein Euro. Dankeschön. Boah. Ist er drauf? Drauf? Warte mal, ich helfe dir mal. Ja, so. Und jetzt? Ist er drauf? Ja, Schrauben wieder rein. Ich habe übrigens wieder Röntgenbilder gesehen. Von dir? Nee, auf der Kunstmesse in Köln. Ach, auf der Art? Ja. Ziemlich erotisch. Ja. Fellatio im Röntgenbild. Bitte was? Fellatio. Fellatio im Röntgenbild? Ja. Das gibt's? Ja, wer lässt denn sowas machen? Sag mal so, die Handknochen und so und dann Kieferknochen. Und zwischendurch die Weichteile. War ein sehr begehrter Stand. Also ich krieg das Scheißding. Bring ich noch mal runter. Ich krieg gar nicht mehr runter. Wie soll das gehen? Was ist denn? Kannst du mal die Bremse treten oder so? Ja, kann ich mich da jetzt reinsetzen, wenn der hochgebockt ist? Ja, ja, das geht schon. Warte, ich mach das. Okay. Trittst du die Bremse? Nee, vorne die Bremse. Vorne? Also mit. Meine Beine sind zu lang, ich komme da nicht hin. Echt? Ah, jetzt ist gut. Ah, super. Danke. Ist drin? Ja, das war's. Und das alles alleine ist ziemlich schwierig. Das sollten Sie auch dabei haben: Scheibenenteiser und. Ein Kratzer, falls die Scheiben morgens vereist sind. Fahren Sie bitte nicht mit vereisten Scheiben los. Es kann gefährlicher werden, als Sie glauben. Bleiben Sie auch nicht im Wagen sitzen und warten Sie, bis die Scheiben abgetaut sind, sondern springen und dann
von innen nach außen die Scheiben enteisen. Im Interesse Ihrer und der anderen Sicherheit. Ja, du, wir müssen jetzt weitermachen mit Profitlich. Ja? Lass es doch, Helmut. Das können wir doch nachher fertig machen. Ja? Ausgezeichnet mit dem Deutschen Comedy-Preis in der Kategorie Bester Komiker und zurzeit aufzunehmen mit seinem Bühnenprogramm Comedy Pur Teil 2. Herzlich willkommen, Markus Maria Profitlich. Wow. Nimm Platz. Ich habe es eingangs schon gesagt, du hast einen sensationellen Kampf gegen das ein oder andere Pfündchen zu viel aufgenommen. Wann hast du angefangen? Vor etwas mehr als 2 Monaten, ja. Etwas mehr als 2 Monate? Ja. Wie viel hast du runter in der Zeit? 19 Kilo. Ist es damit das Ziel erreicht oder geht es noch weiter? Nee, noch so 15, 20 Kilo noch und dann ist okay. Müssen noch runter, also 30, ja. 39, 40 insgesamt. Ja, ja. Ja. Ja, es waren zum Schluss 100, ich glaube 56, 57 und jetzt sind immer noch 138, es verteilt sich gut, ich weiß. Aber wenn ich so auf 120, 125 bin, dann bin ich froh, dann ist es auch okay, dann reicht aber auch dann. Ja. Ja. Fällt es dir schwer, was machst du, um das Gewicht runterzukriegen? Schon mit Training und so jeden Abend am Laufband, wo ich mir deine Sendung angucke und Geschleim ist gut. Und das ist dort abgehakt. Wie sieht es aus mit Essen? Man merkt es auch. Keine Schokolade? Wenn man so abnimmt, merkt man es auf jeden Fall so im normalen Leben. So, ich brauche also mehr als so 3, 4 Tassen Wasser, wenn ich baden gehen will. So. Ja. Oder beim Duschen guck mal runter. Boah, was ist das denn? Achso, ja. Und meine Frau sagt, Mensch, du hast ja Ohren. Ja. Und keine Schokolade natürlich, keine Süßigkeiten? Nein, nichts Süßes, aber wenn so Weingummi oder sowas, das geht schon, weil da kein Fett drin ist. Es ist zwar jede Menge Zucker drin, aber ja, den kann man dann beim Training wieder verbrennen. Aha. Aber Fleisch? Schokolade. Fleisch, ja, 1-2 Mal die Woche. Mehr nicht? Das ist schwer, nee. Ja. Nee, sonst so Grünfutter und so weiter. Aber man kann sich daran gewöhnen. Ich habe letztes Mal selber so erstmal Tofu gegessen. Puh, ja. Da muss ich noch dran arbeiten. Ich meine, hast du schon seit längeren Jahren dir mal vorgenommen gehabt, abzunehmen? Oder gab es einen konkreten Auslöser, dass du auch gesagt hast, also gesundheitlich muss jetzt was passieren? Klar, gesundheitlichen Auslöser gab es auch. Mit der Hüfte hatte ich Probleme. Eine Hüftdysplasie habe ich. Mhm. Haben normalerweise große Hunde. Wirklich wahr, ja? Ja, in dem Kürbrief steht dann drin, HD-frei. Dann, die haben es gut, ich nicht. Ach so, HD-frei, ja, heißt Hüftdysplasie-frei. Hüftdysplasie-frei. Ist das eine Vorstufe zu einer künstlichen Hüfte? Wenn es sehr stark ist, ausgeprägt ist, dann ja. Aber jetzt so in dem Stadium kann man das noch gut behandeln und werde ich auch gut versorgt, ja. Da machst du Gymnastik? Ich bin in so einer Reha-Klinik für ambulante Physiotherapie. Ja. Also für hier oben. Ja. Und da bin ich 2 Mal die Woche und da werde ich wirklich sehr gut darauf hingearbeitet, dass wieder alles ein bisschen lockerer wird und dass es nicht mehr so in die Hüfte so reinzieht. Aber das kann man schon sagen, wahrscheinlich, ja, das war schmerzhaft. Also ja, man, wie halt so, hast du mal so Hunde mit Hüftdysplasie gesehen? Nee. Das ist bäh. Ja. Die ziehen die Beine hinter sich her, das sieht nicht gut aus. Und da war ich kurz davor. Ja. Und das war aber schon eine Folge des Übergewichts, oder? Nein, so wie ich das jetzt richtig verstanden habe, bei so Kleinkindern, Säuglingen, ja, wird das sehr oft da schon gemerkt und dann kriegen so diese Spreizhosen an. Ja. Kennst du diese Dinge? Ja. Manche tragen die als Halsband oder so. Ja. Und es ist, da wird das damit schon reguliert, weil es ist, glaube ich, eine Fehlstellung der Knochen oder dass die Pfanne nicht groß genug ist für den Kugelkopf, ja, darin. Oder der ist verkleinert. Und dann schabt das natürlich an dieser Kugel da entlang. Tut ja schon weh beim Zuhören, ja? Ja, ja. Aha. Nee, und das wird da halt behandelt. Und das ist aber kann man doch sagen, in den letzten Jahrzehnten so gesund wie heute hast du schon lange nicht mehr gelebt, oder? Nee, ich glaube noch nie. Noch nie? Ja. Ich glaube noch nie. Nein, es ist gut. Es ist schön. Ja, mir macht es Spaß. Bis auf das Tofu. Aber
Nein, es macht wirklich Spaß. Man entdeckt ganz neue Sachen an sich, wie eben gesagt. Ja, jetzt, ich gehe davon aus, dass ich verkaufe einen Spiegel übrigens. Wow. Es war ein Vergrößerungsspiegel. Okay. Ich gehe davon aus, dass die jetzige Staffel genauso erfolgreich läuft wie deine erste. Davon gehe ich auch aus. Ja? Ja. Das orientiert sich wieder an dem englischen Vorbild Hale & Pace? Nein, diesmal nicht. Wir haben da jetzt doch sehr auf mich zugeschnitten. Es sind zwar immer noch so 10-20% von deren Sketchen dabei, ja, aber der Rest ist komplett neu geschrieben. Und das, denke ich mal, merkt man auch. Ja, weil ich absolut bin so ein Freund da von diesem englischen trockenen. Sehr lustig und vielleicht mal zu einem. Comedy Tour Teil 2 heißt dein Programm. Ja. Ich habe sogar die Veranstaltungsdaten hier, das ist hier in der Nähe zu sehen. Heute Abend seid ihr, glaube ich, noch in Geldern. Genau, ja, sind und wir gewesen. Am 9. in der Stadthalle Geroldstein, 14. und 16. Haus der Springhaus und am 19. im Burghaus Köppern in Friedrichsdorf im Taunus. Kenne ich, war ich da auch schon. Bist du auch schon, ja. Wie läuft das, gut? Leute jubeln? Doch, jetzt nach diesem Preis gehen die Verkaufszahlen auch irgendwie drastisch nach oben und sie sind auch alle begeistert. Und ja, macht natürlich Spaß, dann auch mal richtig vor richtig vollen Häusern zu spielen, weil es ist im Moment schwer, die ein bisschen voll zu kriegen. Meistens ist es so, dass in der letzten Woche werden die Karten erst richtig gekauft. Ja. Vorher zittert man noch so ein bisschen, kommen auch genug Leute und macht es allen Spaß und so weiter. Aber es läuft wirklich klasse. Ja. Der andere Kollege von uns, Ingolf Lück, ist ja auch zurzeit hier auf der Bühne im Gloria in Köln. In Köln, da habe ich mir die Premiere angeguckt. Muss sagen, echt superklasse. Man identifiziert ihn ja eigentlich nur mit Anchorman bei einer Wochenshow oder sowas, aber da zeigt er wirklich 1000 Facetten und ich habe da 2,5 Stunden gegrölt. Also hingehen, Freunde, das lohnt sich auf jeden Fall. The Caveman heißt hier schon. The Caveman, also man muss es einfach gesehen haben. Er kommt ja auch von der Bühne. Ja, der Ingolf. Ja. Aber halt richtig bekannt geworden ist er jetzt da mit Wochenshow. Und das ist jetzt zeigen wir mal noch einen anderen Ausschnitt, der auch wunderbar ist. Und vor allem, wenn Sie Tierfreund sind, werden Sie davon begeistert sein. Finde ich auch. Mein Lieber, danke dir. Ich drücke dir sehr die Daumen, dass das gesundheitlich für dich so weitergeht, wie du das vorstellst. Alles Gute. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ja? Markus Maria Profittlich, meine Damen und Herren. Das war's. Gute Nacht.